Hallo, hier ist der Treiber, mal wieder unterwegs, mit der Diva unterwegs, Richtung Bahn. Heute haben wir Sonntag, Momente Chaos im Bergischen Land, ich habe schon eine erste Absperrung. Wir haben rund um Köln mit dem Rad, der wird ganz gut gesperrt. Ich dachte, vielleicht fährst du mal bei der Warner Heide, da ist nichts, aber denkst du, naja. Habe ich schon gesagt, Sonntag haben wir heute 26 Grad. Ach, herrlich. Mal gucken, ob ich hier links da. Muss jetzt mal schauen, ob jetzt hier gesperrt ist oder nicht. Sieht nicht so aus. Herrlich, das Wetter. Ja, ich wollte eigentlich jetzt am Wochenende zum Harz fahren. Mit dem Ralf und Benedjuder und den Jupp treffen. Für mich fällt das dieses Jahr leider aus. Ich bin auch ganz traurig. Weil die TDM hat einen Löffel abgegeben. Was heißt Löffel abgegeben? Die lief so komisch. Die hatte mal Fehlzündung und nahm schlecht Gas an. Ursache habe ich schon gefunden. Membrane kaputt, hat einen Riss. Ach, ich kann ja mal hier oben mal ein Bild zeigen. Ja, damit kann ich weiterfahren. Leider kommt die erst nächste Woche. Das ist eben so, da kann man nichts machen. Ich hatte mir überlegt, mit der Diva doch noch zu fahren und nee. Ich war ja voriges Jahr auch mit der Diva da, im Harz. Und da tue ich mir und der Diva nicht mehr an. Es ist halt zu anstrengend. Also die TDM, da war ich ja voriges Jahr im Norden, bin ich auch über 1000 Kilometer gefahren. Das hat mir mit der TDM nichts ausgemacht. Die Diva ist halt ein bisschen anstrengender. Da wäre ich ja auch, so schätze ich mal, wenn es da zu Hause wäre, vom Harz mindestens 1500 Kilometer. Und das will ich mir nicht mehr antun. Und die Diva auch nicht. Tut mir zwar sehr leid, ich habe mich so darauf gefreut. Und vielleicht fahre ich ja dann in ein, zwei Monaten mal weg, nochmal einen Tag. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht ergibt sich das ja nächstes Jahr nochmal ein Türchen zu machen mit den Jungs. Komm vorbei. Was ist denn hier los? Ach, ein Radfahrer ist da vorne wieder. Ich glaube, wenn ich so 20, 30 wäre, dann würde ich das noch machen mit der Diva. Aber sind ja halt beide alt, die Diva und ich. Das merkt man doch mittlerweile, dass man ein bisschen älter geworden ist. Dass einem da was wehtut und da was wehtut. Weil ich weiß noch ganz genau, letztes Jahr, die letzten 100 Kilometer vom Harz aus, boah, das war eine Qual. Ich konnte kaum noch Gas geben und bin halt eine Mimi. Gleich fahren wir schön die Pantherstrecke, so wird die glaube ich genannt. Und dann nachher wieder nach Hause. Jetzt fahren wir erstmal am Flughafen vorbei. Aber geärgert hat mich das mit der Membran, aber was will man machen? Kaputt ist kaputt. Wenn der Ersatzteil nicht eher kommt. Und da bin ich immer froh, dass ich ein zweites Moped habe. Mal ein Rundchen drehen.
Membrane zu wechseln, das ist kein Thema, das ist schnell gemacht. Ach, wie schön grün jetzt alles ist. Ich finde das immer faszinierend. Von heute auf morgen. Grün. Da wünsche ich euch da unten im Harz viel Spaß und kommt alle wieder heil nach Hause. Ja, hier kann man manchmal Flieger sehen, die kommen ganz tief hier in Flug. Je nachdem wie der Wind steht, sag ich mal. Macht das einen Spaß bei dem Wetter. Hier ist im Moment noch keine Sperrung, Absperrung. Ich habe gerade wahrhaftig die Diva geschoben. Ich habe da so einen Aufseher gefragt, weil er Drittrennen war, ob ich das Moped eben über die Straße schieben kann, wenn kein Radfahrer kommt. Dann durfte ich das, habe ich die alte Diva geschoben, dann konnte ich weiterfahren. Aber wenn ich überlege, hier links war alles voller Kasernen, wenn ich mich nicht irre, alles abgerissen. Ich weiß gar nicht, ob das eine deutsche Kaserne war, ich weiß es nicht. Eine Belgier, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie hier alles abgerissen. Und das hier ist auch eine beliebte Strecke für Radfahrer. Müssen wir eigentlich jetzt gleich der böse Kreisverkehr kommen, so ungefähr. Gleich mache ich noch ein schönes Päuschen. Oh, hier ist ein Unfall passiert. Selber bin ich auch gespannt, wie die TDM dann läuft mit der Membrane. Nicht Membrane, ich wechsle natürlich an beide mit Schieber. Ich glaube, das sollte man gar nicht, nur eine Membrane, Vergasermembrane wechseln. Das ist genauso wie beim Auto, sollte man ja auch nicht ein Birnchen vorne nur wechseln, sondern beide. Weil die andere geht dann irgendwie dann kaputt. Ich weiß nicht warum, wenn man nur eine Birne wechselt. Birne. Nicht Birne. Also für mich persönlich ist das eigentlich unlogisch, dass die andere Birne immer eine neue wechselt, dass die andere kaputt geht. Weiß auch nicht, was hat irgendwie mit der Spannung zu tun? Da habe ich keine Ahnung von. Jetzt ist da irgendwo gesperrt wieder. Ich muss mal schauen, aber nur links wieder aussieht. Ja. Dann fahrst du einfach geradeaus. Bin gar nicht mehr gewohnt bei so einem warmen Wetter. Bin schon in meinen Handschuhen am Schwitzen. Ich habe die Winterhandschuhe an. Ich
ist das jetzt die Panzerstrecke? Jedes Mal überlege ich. Ne, ich glaube, das war die andere Abzweigung, aber egal. Arsch hierher. Ach, eine große Diva war das. Sperrgebiet. Das Verlassen der Straße und Wege ist untersagt. Ja, ich glaube, hier liegen auch noch jede Menge Blindgänger. Ne, das war nicht die Betonschleife, das war die andere Strecke. Betonschleife, Beton, Panzerstrecke, sag ich da mal. Was hier rechts? Genau. Ich weiß noch nicht, wo ich hier rauskomme. Doch, irgendwo schon. Ich glaube, die ist gar nicht so schlecht, die Strecke hier. Ich mag das so durch den Wald zu fahren. Jo, sage ich dann nur zu. Jetzt kommt mich auf die Betonschleife, sage ich immer, Panzerstrecke. Einen kleinen Rundkurs gemacht. Blinker aus. Das war mal wieder eine kurze Runde über die Bahner Heide, ein Rundkurs. Dann werde ich mich mal verabschieden. Schöne Grüße an alle, die mich kennen, die ich kenne. Ja. Dann sag ich mal, bis dann. Euer Treiber. Ciao, ciao.